Guten Tag, liebe Sternfreunde, Hobby- und Amateurastronomen. Ja, wenn ihr also mit Astro-Pixel-Prozessor oder APP und serial arbeiten möchten, brauchen wir schon einiges, jede Menge Fotos. In dieser Zeit mit Wolken, Dunst, Nebel haben wir jetzt also die Chance, mal unsere Festplatten aufzuräumen, den Schrott zu entfernen und halbwegs gute Fotos auszuwählen, um sie dann gegebenenfalls wieder neu zu bearbeiten. Und zwar diesmal in APP oder in Serial. Aber trotzdem sollten wir unsere Beobachtungen am Himmel im Voraus planen, denn jederzeit kann uns das Wetter überraschen und vielleicht nochmal eine klare Nacht bescheren. Ja, wie gehen wir da vor? Erstens gucken wir uns mal den Wetterbericht an, damit wir sehen, ach, irgendwann scheint mal wieder die Sonne, beziehungsweise es ist klarer Himmel in Sicht. In diversen Zeitungen bzw. Fachzeitschriften können wir uns natürlich auch informieren. Es gibt da immer wieder Berichte, was man so in naher Zukunft oder in einem Quartal am Himmel sehen könnte. Mit der freien Software Stellarium zum Beispiel plane ich meine Beobachtungsabende vor. Es gibt natürlich auch einige Apps für Handys, wie zum Beispiel Starwalk 2 und so weiter. Da muss man einfach mal googeln bzw. in den Stores nachgucken, was es da so alles gibt. Stellarium kann man natürlich auch als Trockenübungssoftware betrachten, indem man sich einfach über Tag mal anschaut, wie abends oder in Zukunft der Himmel aussehen könnte. Es gibt da eine einstellbare Uhr, die man fortbewegen kann oder anderes Datum einstellen kann, sodass man schon das Ganze in den Griff bekommt. So, was erwartet uns also im Januar 2021 und was gibt es Fotografisches festzuhalten? Betrachten wir uns zunächst einmal den Sternenhimmel allgemein. Als Datum habe ich den 6. Januar und das seit 20 Uhr und 4 Minuten eingestellt. Als hervorragendes Sternbild können wir jetzt in dieser Zeit den Orion mit seinem Schulterstern Betelgeuse und dem Fußsternriegel, der gleichzeitig der hellste Stern ist, im Orion beobachten. Dann in der Mitte haben wir die Gürtelsterne, und zwar Mintaka, Anitak, beziehungsweise hier zunächst mal in der Mitte Alnimnam und Alnitak. So, zwischen Alnitak und Betelgeuse befindet sich hier ein Nebel, den wir uns jetzt mal suchen. Hier sehen wir jetzt Kasper, den man auch den freundlichen Geistnebel bezeichnet. Sehen wir uns einfach mal etwas näher an. Kaspar, der freundliche Geistnebel, würde übrigens so aussehen, wenn wir durchs Okular gucken würden. Dann wieder zurück zu Alnitak, dem hellen Stern. Links davon haben wir hier den Flammennebel. Den wir in der Okularansicht eines Judenteleskopes mit 150 mm Öffnung und 1200 Brennweite und einem Okular mit 45 mm dann etwa so sehen können.
So, wenden wir uns jetzt dem Pferdekopfnebel zu. Das ist der Bereich unterhalb von Alnitak. Und zwar hier. Rechts sehen wir noch ein Stern-Uri. Und hier dieses Teil, dieser dunkle Nebel, der bildet den Pferdekopf. Das gucken wir uns mal in Okularansicht an. Und dann sehen wir, dass sich das Bild gewendet hat. Also es ist immer so, wenn man durch ein Teleskop schaut, sieht man das Bild seitenverkehrt. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Es gibt auch solche Korrekturlinsen, die das nochmal richtig stellen. Ich habe selbst eine, aber davon würde ich abraten. Nimmt nur Licht weg und fotografieren sowieso nicht geeignet. So, nochmal zurück. Sehen wir nochmal Okularansicht, Normalansicht, also wie wir ihn mit Augen sehen würden. Kommen wir jetzt zum eigentlichen großen Orionnebel. Ja, das Objekt des Winters überhaupt, wo sich alle Fotoapparate und Teleskope drauf ausrichten. Man sieht den großen Orionnebel ja schon fast mit bloßem Auge, mit Fernglas eh schon. Und wie gesagt, mit dem Teleskop sieht man eben diesen schönen Nebel, den wir im Okular an sich, da muss ich noch mal klicken, so sehen können. Auch wieder mit einem 25 mm Okular, scheint mir doch ein bisschen zu nah jetzt, aber wie gesagt, man kann ihn mit bloßem Auge schon sehen und das Fotoobjekt, das eigentlich jeder Astrofotograf irgendwo gespeichert hat. So, was gibt es noch Schönes zu sehen und zu fotografieren? Das ist hier einmal im Sternbild Stier, hier oben die Plejaden. Also wenn man hochschaut zum Stier, ich mache jetzt mal die Sternbilder weg. Sieht dann so aus, der Sternenhimmel. Und dann sieht man hier Sternbild Orion, rechts Aldebaran und etwas höher diese Sternengruppe, die man gar nicht verfehlen kann. So, die schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Im Okular sieht man sie so. Das ist jetzt etwas übertrieben hell dargestellt. Also bei den Plejaden handelt es sich der griechischen Mythos nach um das Königspaar Pleione und Atlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sind auf der Flucht vor Orion. Ja gut, Geschichten hat man immer wieder erfunden im Altertum und vor vielen Jahren. Wenn man im Stellarium ganz links auf den Button Fenster für astronomische Berechnungen klickt, dann öffnet sich ein Fenster, wo wir dann bei heute Nacht, Button heute Nacht anklicken, links eine Liste angezeigt bekommen, wie zum Beispiel Asteroiden, Dunkelwolke, Galaxien, Höllennebel und so weiter. Es wird Stellarium berechnet, kurze Zeit. Und dann erscheint hier eine Liste von Objekten, die man nachts dann an dem gleichen Tag beobachten könnte. Wo hier ein Strich ist, geht natürlich nicht. Hier sehen wir die Magnitude, also ausgedrückt Mach, Lichtstärke, Atlasnebel mit 380, an sich sehr gut sichtbar, geht auf 13.02 Uhr, Transit 21.14 Uhr, also solche Zeiten, da kann man absehen,
ob man abends oder morgens, je nachdem, irgendein Objekt, Stern, Nebel, was auch immer, fotografisch erwischen kann oder eben beobachten. Ich gehe davon aus, wir betreiben Astronomie und beobachten und fotografieren dann so nebenbei. Ne? Was hier dann nicht ist, kann man auch nicht finden. Zum Beispiel hier die Objekte, da braucht man gar nicht erst anzuwählen auf seiner Montierung, wenn man eine GoTo hat. Die wird man nicht finden. Ja gut, wenden wir uns noch den anderen astronomischen Ereignissen zu, und zwar als erstes mal die Merkur. Der Merkur hält sich immer in der Nähe der Sonne auf, er folgt ihr quasi. Und wir können ihn am besten sehen, entweder morgens früh vor Sonnenaufgang, bis die Sonne weg ist, bis die Sonne da ist, verschwindet er in deren Licht. Aber am besten, wie gesagt, abends vor Sonnenuntergang, wenn er der Sonne folgt. Ich simuliere jetzt einfach mal, wir haben jetzt 17.59 Uhr eingestellt, 25. Januar. Ich simuliere jetzt mal den Untergang der Sonne. Wir sehen, es dauert nicht lang und dann ist er weg. So, mittlerweile 18.35 Uhr, also wie gesagt, keine halbe Stunde, dann ist er von der Bildfläche verschwunden. So, noch ein Ereignis, das wir an diesem Tag beobachten können, also 25. Januar. 17.54 Uhr. Sehen wir hier in diesem Bereich die ISS von letzten Jahr am Horizont auftauchen. Die wird vor dem Merkur vorbeifliegen, also zwischen der Erde und Merkur, aber aus unserer Sicht vor der vor dem Merkur, und das sehen wir jetzt und in etwas schnellerer Geschwindigkeit an. Die wird von Westen nach Osten und dann ist sie auch schon wieder weg. Ja, gut, dann können wir den Mars noch fotografisch erfassen. Er wird allerdings immer lichtschwächer, da er sich ja von der Erde entfernt oder die Erde von ihm, wie man sehen will. Uranus, nur mit Teleskop. Wen haben wir da noch? Die Venus, die wird sich am Morgenhimmel zeigen, zieht sich aber auch immer mehr zurück und verschwindet ab Ende Januar etwa. Erst im Mai wird sie als Abendstern wieder zu sehen sein. Wieso nennt man die eigentlich Stern, wo sie doch ein Planet ist? Am 13. Januar haben wir dann wieder Vollmond und hoffentlich Clear Sky. Die Vollmondphase ist dann am 28. Januar 2021 um 20.18 Uhr. Die helle Mondscheibe wird uns im Bild GAPS zu sehen sein, und dessen schwachen Sterne wird der Vollmond mit Sicherheit wieder voll überleuchten. Dann fast senkrecht hoch kann man als hellen gelblichen Stern sehen. So, wenden wir uns täglich dem Stern Betelgeuse zu und beobachten ihn. Er pulsiert, das heißt, er bläht sich auf und schrumpft wieder, ein Zeichen für sein nahes Ende. Da Betelgeuse
ca. 640 Lichtjahre von uns entfernt ist. Das heißt, das Licht, was wir jetzt von ihm sehen, hat er vor 640 Jahren ausgestrahlt. Wäre sogar denkbar, dass er nicht mehr existiert und das damals ausgesendete Licht uns immer noch erreicht. Wissenschaftler allerdings gehen davon aus, dass eine Explosion noch ca. 100.000 Jahre dauern wird. Explosion Supernova. Ne? Oder aber auch schon bald. Wer weiß es. Selbst eine Forschungssonde könnte uns nicht weiterhelfen, da die ja über 600 Jahre benötigt, um überhaupt dort hinzukommen und alle Funksignale genauso lange zur Erde benötigen, wie sie bereits weg ist. So, für die Kometenfreunde habe ich nun noch etwas zwischen dem Sternbild Hase und dem Sternbild Eridanus. Fliegt im Moment ein Komet, und zwar der C2020 P4-2 SOHO. Er ist von der Sonne 3208 astronomische Einheiten entfernt. Wir wissen, eine astronomische Einheit ist die Entfernung zwischen Erde und Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer. Das würde bedeuten, er ist von der Sonne gut 479 Milliarden Kilometer entfernt. Von unserer Erde noch 2590 AE, also 347 Milliarden Kilometer. Der Komet C2020 P4-2 SOHO hat einen Kerndurchmesser von 10 Kilometer. Sein Koma-Durchmesser, also vorne, beträgt 1,39 Millionen Kilometer und die Länge des Gasschweifs, den er hinterher sich zieht, beträgt immerhin noch 65 Millionen Kilometer. Geschätzte Daten. Die Entfernung von der Sonne, die ja stark variiert auf dieser elliptischen Form, beträgt 3,2 astronomische Einheiten. Das sind rund 479 Kilometer. So, das wär's für heute. Ich wünsche euch dann für die nächste Zeit doch etwas klaren Himmel. Vielleicht auch noch die Sonne am Tag, damit man Sonnenflecken beobachten kann. Aber hier nochmal der Hinweis, niemals mit in die kalte Sonne gucken oder Weißlicht, wie man es ja auch nennt. Und erst recht nicht mit irgendwelchen Sehhilfen, wie Fernglas, Teleskop, Fernrohr, egal was auch immer. Dazu gibt es spezielle Folien, Filterfolien von Bader zum Beispiel. Eine DIN A4 Seite 30 Euro, lasst euch das wert sein. Oder kauft sie fertig, dann sind sie etwas teurer. Aber lasst euch das was kosten, denn Augen hat man nur zwei. Und die sind schnell weg. So, dann verabschiede ich mich für heute und melde mich irgendwann nächsten Monat wieder. Clear Sky.